Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Gothic 1 Let's Play, beziehungsweise generell zum Gothic Let's Play, denn wir spielen nicht nur Gothic 1, wir spielen auch Gothic 2, Nacht des Raben, dann direkt im Anschluss. Ein paar kleine Worte nochmal zum Einstieg, bevor wir jetzt hier wirklich loslegen. Das Spiel ist schon super, super, super mega alt und ich habe es als kleiner Schiff damals auch schon mal gespielt, also sowohl Gothic 1 als auch Gothic 2. Allerdings ist das erstens mega lange her und zweitens habe ich es nie zu Ende gebracht. Das heißt, es ist insofern wirklich auch blind. Ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, weil es so lange her ist. Furchtbar eigentlich, wie die Zeit vergeht. Ich habe das Spiel, weil es eben so alt ist, auch gemoddet. Ihr seht hier auch Gothic-freies Zielen und so. Also es sind ein paar Mods drin, um das Spiel von der Steuerung her an Gothic 2 anzunähern. Und es sind auch Grafik-Mods drin, also neue Texturen sind drin, bessere Shader, der D3-D11-Renderer, alles in 2K-Auflösung hier und so weiter. Also Gameplay-technisch ist nichts verändert, aber die Steuerung ist wesentlich angenehmer und eben die Grafik ist deutlich besser. So, also, viel mehr hab ich auch gar nicht zum Einstieg zu sagen. Wir lassen uns mal überraschen, was jetzt hier passiert, weil ich habe wirklich jetzt keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch so ein paar ganz grobe Kleinigkeiten, das ist aber echt nicht der Rede wert. Deswegen, ich würde mal sagen, ich gehe mal mit der Maus rein, dann wuschelt der so rum und los geht's. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten.
Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ah, ich stehe im Wasser und meine Füße werden nass und kalt. Also der scheint ja ganz nett zu sein, im Gegensatz zu dem ekligen Typen vorhin. Ich würde aber auch gerne wissen, warum. Also. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Natürlich. Stimmt, es gab mehrere Lager, ne? Es gab drei Lager. Das alte Lager, das neue Lager und dann noch irgendwas, weiß gar nicht mehr. Drei Lager. Vielleicht erzählt er uns jetzt was darüber. Komm, das würde ich gerne mal erstmal wissen. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Okay. Und wie komme ich da hin? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Okay, also das alte Lager schürft Erz und bringt das dann quasi zum König. Ob ich das machen will, ist so eine Sache, ne? Ich hab ja auch noch den Brief hier, aber ob ich das dem jetzt hier erklären soll, ist die Frage. Wo ist ein Bullitt? Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Okay, also erstmal Waffe holen und Equipment und dann hauen wir den quasi aufs Maul. Ja, das ist eine gute Frage. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Okay. Ja, sage ich ihm das jetzt oder nicht? Das ist die große Frage, ne? Ach komm, wird schon nichts schief gehen. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg, im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay. Also wir müssen diesen Brief hier abgeben, das ist ja Teil der Story, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Also müssen wir uns ihn irgendwie anschließen wahrscheinlich, hm? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Okay. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen, was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Okay, also nur ganz rein theoretisch. So, ja, dann vielen Dank erstmal. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Ich entschuldige mich übrigens schon mal vorab, falls der Sound manchmal ein bisschen zu laut ist. Das Problem ist, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, das Problem ist nämlich, dass Effekte und Sprache auf derselben Spur liegen. Die Musik kann ich sogar noch ein bisschen lauter machen wieder. Aber das kann man halt nicht wirklich trennen. Aber ich denke, das passt schon so. So, jetzt können wir uns ja frei bewegen. Und da kamen wir her. Da wurden wir reingeschmissen. Wir haben auch... Müssen wir mal ganz kurz mit der Steuerung vertraut machen. Das ist... Ist nicht auch ein Inventar? Warte, ich muss mal ganz kurz in die Steuerung reingucken. Inventar, I oder Tab, Spielerstatus B oder C, Mission, Notizen L und N. Okay. Okay, also da kann ich langsam laufen oder schnell laufen. N, Missionen, Aufnahme, altes Lager.
um bei Gommesleuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Taurus melden. Okay, ist halt die Frage, ob ich das will. Allgemeine Infos. Okay, gibt's nichts. So, und dann kann ich auch schleichen. Wie war denn das? Achso, kämpfen kann ich auch, ne? Und das, genau, das habe ich jetzt nämlich hier umgestellt auf die Maustaste, dass ich hier zuhauen kann, beziehungsweise auch aufsammeln kann mit der Maustaste. Normalerweise geht das nämlich ein bisschen komplizierter. So, ach guck mal, eine Fackel. Und ein Kräutchen, kann ich das aufnehmen? Nee. Ich sehe mich hier erstmal ein bisschen Ruhe um. Wir müssen ja, wir haben ja gar nichts, ne? Wir sind ja jetzt hier quasi ein Gefangener. Wir haben ja 0,0 im Inventar. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn das Inventar überhaupt aufrufen? Ah, hier kann ich durchschalten. Okay, Waffen, Rüstung, Magie, Artefakte, Nahrung, Tränke, Schriften. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Der Brief an den Feuermagier, ne? Ich lasse ihn mal. Und eine Fackel. Die können wir anzünden bestimmt und uns ein bisschen Licht machen. Okay. Also mal gucken, was wir hier so finden. Hier glitzert nichts, hier leuchtet nichts. Also man muss wirklich die Welt erkunden, was sehr, sehr geil ist. Aua. Okay, hier ist offenbar die Barriere. Krieg ich da Schaden? Okay. Jetzt kriege ich aber keinen Schaden. Ah ja doch, okay. Ich sehe es am Live-Balken. Also ein bisschen Schaden bekommen wir hier immer. Da gehe ich lieber mal weg. Okay. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen Zeug organisieren, vielleicht was zu essen, dass wir unsere Lebensenergie wiederherstellen können. Die lädt sich nämlich auch nicht von alleine auf. Ich folge mal dem Weg so ein bisschen. Mal gucken, was wir da finden. Hoffentlich nicht gleich irgendwelche Gegner. Ah, guck mal, da oben sind zwei Kollegen. Kann ich eigentlich klettern? Ah ja, so geht das. Okay. Klettern geht. Sieht man eigentlich den Shader? Ja, hier sieht man das Licht durchleuchten, auch die sich bewegenden Schatten. Das ist ja alles von den Mods. So, vielleicht haben die mir irgendwas zu erzählen oder... Hier ist eine Winde. Die lasse ich mal in Ruhe. Ein Gardist. Hallo. Okay. Und Ori. Kann ich mit dem interagieren? Ah. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt er uns noch ein bisschen mehr. Ich sag mal nein. Nein. Dann solltest du das tun. Er kümmert sich um die Neuen. Er weiß viele Dinge über die Kolonie, die für einen Neuen sehr wichtig sein können. Okay. Ah ja, jetzt können wir hier uns ein bisschen unterhalten. Also wir müssen uns ja erstmal so ein bisschen vertraut machen generell mit der Welt. Ich habe keine Ahnung. Warum soll ich mich in neuen Lager in Acht nehmen? Das ist eine gute Frage. Die scheint sich auch nicht ganz grün zu sein. Mal gucken, was er da für eine Meinung zu hat. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Na gut, das mache ich ja quasi auch gerade, mehr oder weniger. Und das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Ich bin gar kein Butler, selber Butler. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen. Genau, den will ich anzeigen. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen, sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Na da, also da bin ich ja richtig beruhigt. Sie hat meine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Ja? Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene.
Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Okay. Der scheint ja auch ganz zutraulich zu sein. Vielleicht hat er noch eine Ahnung, wo es eine bessere Waffe gibt als irgendeinen Stock oder so. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Na toll. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay, alles klar, mein Freund. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Erstmal würde ich gerne wissen, ob der noch was zu sagen hat. Wie steht's? Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Das war fein. So, kann ich hier an der Winde... Ich würde gerne mal an der Winde drehen. Okay. Lohnt sich jetzt nicht allzu viel. Huch. Wollte jetzt keinen Fallschaden kriegen. Ich gehe hier nochmal hoch. Warte mal. Wie komme ich denn da hoch? Ah ja, so geht das. Nein, ich darf die linke Maustaste nicht loslassen. So, schön vorsichtig hoch. Ja. Okay. Ich will mich ja noch ein bisschen umsehen hier. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Da oben ist doch was, aber da komme ich nicht hin, ne? Nee. Da habe ich keine Chance. Da gehen wir einfach mal hier. Ich gehe einfach mal hier lang. Hier war ja jetzt wirklich nicht allzu viel. Gucken, ob ich das hier überlebe. Ja. Man kann auch speichern, ne? Warte mal. Es gab einen Hotkey, glaube ich, zum Speichern. Oder? Man konnte mit F5... Ja, mit F5 kann ich speichern. Okay. 5 ist speichern. Eine Fleischschwanze. Ah ja. Er hat recht lange Arme, wie man sieht. Was kann ich hier looten? Wanzenfleisch. Na, sieht da richtig lecker aus, aber es heilt uns auf jeden Fall um 4. Also nehmen wir das mal. Okay. So. Alles nehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist die Devise erstmal. Waldbeeren. Lecker, lecker. Ein Becherchen. Truhe. Huch. Oh, Bier. Münzen. Pfeile und eine Fackel. Ja gut, das sind letztlich auch wieder Tauschwaren. Die haben ja auch einen Wert. Also das ist so ein bisschen, wir haben ja mal Risen gespielt. Ich weiß nicht, wer von euch Risen 1 Let's Play geguckt hat von mir. Das ist ja sehr, sehr nah dran an Gothic. Ist ja auch von denselben Machern. Das wird sich also da nicht viel nehmen. Auch wenn Risen natürlich ein bisschen moderner war. Hier ist zu. Okay. Geheimgang. Da kommen wir dann bestimmt erst später durch. Und da haben wir ja auch so gespielt, dass wir alles mitgenommen haben. Waldbeeren. Aber ich geh erstmal oben lang. Wir können ja auch schon mal die Waffe ausrüsten, ne? Wir haben jetzt eine Waffe, glaube ich. Eine Spitzhacke. Wie rüste ich die jetzt aus? Ach ja, so. Okay. Wenn ich jetzt das hier mache, dann haut er mit der Hacke zu. Ah ja, mit... Okay. Nur ein bisschen gucken, wie ich das ja am besten mache. Und dann kann ich auch parieren. Genau. Das sieht sehr, sehr gut aus. Halt! Du kommst nicht vorbei! So, okay. Eine schöne quietschende Brücke. Und hier seht ihr jetzt nochmal so ein bisschen den Effekt der Mods. Also man hat wirklich eine riesige Weitsicht. Und sieht wirklich auch relativ cool aus. Ist fast schon wieder zu weit, die Sicht, ne? Kann man drüber streiten. Ich kann es nochmal... Warte mal, ich kann, glaube ich, die Sicht... Sichtweite. Weiß gar nicht. Huch. Warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken. Die Sichtweite ist eigentlich ein bisschen zu weit. Ich mach mal die Tessellation an. So, da habe ich jetzt nämlich noch nicht geguckt. Disable Renderer. Ne, will ich nicht. Tut mir leid, wenn es gerade so ein bisschen rumflackert. Die Sichtweite. Die konnte man, glaube ich, auch irgendwo... Da war es gerade. Das wollte ich haben, genau. Die Sichtweite. Die würde ich gerne ein bisschen runterstellen, weil die ist so ein bisschen... Wo mache ich das hier überhaupt? Numpad Keys. Ja, können wir mal enablen oder auch nicht. Kann ich jetzt enablen?
Ah ja, so geht's. Okay, Shadow Quality ist auf Maximum. World Draw Distance. Ah, ist halt die Frage, ne? Also das ist ein bisschen zu weit, da sieht man irgendwie dann die ganzen komischen Kanten. So ein bisschen Nebel reinkriegt hier. Ah, ich weiß auch nicht. Ich lasse es mal auf der 5. Ich glaube, das sieht besser aus, ne? Oder? Ach, eigentlich nimmt sich's auch nichts. Naja, komm, lass uns einfach mal so. Passt schon. Okay, close. So. Da rennt irgendein Vieh rum. Das habe ich vorhin schon gerade gehört. Ich speichere mal. Man muss immer wieder... Also, es ist wirklich wie bei Risen. Man muss einfach speichern. So, ich versuche mal mein Glück. Weiß nicht, ob das Vieh böse ist. Wir gucken mal. Hallo. Huch. Oh, es scheint böse zu sein. Okay, war jetzt nicht allzu schwer. Sehr gut. Schwer ist nämlich auch immer relativ hier. Huch. Nein. Denn, ich weiß gar nicht, wie viel wir aushalten. Es kann sein, dass wir nur ein, zwei Schläge aushalten. Wir haben noch gar keine Rüstung und nichts an. So, gibt's noch irgendwas Feines? Hier ist ein Kochtopf, aber da kann ich nichts machen. Hier, was? Reisschnaps. Den nehme ich doch gerne. Ah, ein rostiges Schwert. Ja, perfekt. Erzbrocken. Gut, dass wir hier oben lang gelaufen sind. Das rüste ich gleich mal aus. Okay, hier ist es nichts mehr. Ich gehe nochmal kurz den Pfad hier lang. Mal kurz hier, warte mal, ausrüsten. So, das Schwert ist besser, ne? Genau, 7. 7 Schaden und braucht gleich viel Stärke. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Stärke wir haben. Kann ich mir glaube angucken, ne? Genau. Gilde keine, Stufe 0, Erfahrung 50, Stärke haben wir 10, also wir können Waffen bis Stärke 10 anlegen. Okay, 40 Lebensenergie haben wir, was auch immer das bedeutet. Hab keinen Schimmer, ob das jetzt viel oder wenig ist, also ich würde mal sagen eher weniger als mehr. So. Okay. Zack. Dann mal kurz speichern. Und dann folgen wir dem Weg weiter. Sieht auch recht karg aus hier, das Land. Allzu viele Tiere habe ich jetzt auch noch nicht hier. Auf dem Weg da. Da rennt irgendwas rum. Die hießen... Wie hießen die? Scavenger hießen die, glaube ich, ne? Komm, den versuche ich mal. Mit einem neuen Schwert hier. Ah, perfekt. Wunderbar. So, ein bisschen Fleisch mitnehmen. Hier liegt eine Keule, ein Knüppel und ein paar Pfeile. Ja, komm, wir nehmen mal alles mit. Im Zweifel können wir es immer noch tauschen. Wir haben nämlich, und das ist das Schöne, wir haben ein unbegrenztes, nichts wiegendes Inventar. Das weiß ich noch. Altes Schwert, Waldbeeren. Wir können also quasi unbegrenzt viel tragen. Und sowas liebe ich ja besonders, denn das heißt, ich kann einfach alles aufnehmen und muss nicht darauf achten, ob es jetzt wichtig ist oder nicht. Das Schwert. Das ist sogar nochmal ein Ticken besser, braucht aber 5 Stärke mehr. Die haben wir ja. Ja, dann nehme ich das alte Schwert. Direkt 3 verschiedene Waffen hier am Anfang gefunden. Das ist sehr, sehr gut. So. Okidoki. Ich höre wieder wen. Ich speichere mal. Uah. Warte. So. Hier, nimm dies. 40 Erfahrung. Hm, gar nicht mal so wenig. Und was übrigens auch noch der Fall ist bei Gothic, das ist nämlich genauso auch wie bei Risen 1, wenn du irgendwelche Viecher killst, die vielleicht eine Quest beinhalten, dann kannst du die Quest schon machen, bevor du die Quest angenommen hast. Weil es gibt keinen Respawn und so weiter, das ist wirklich richtig schönes, klassisches Rollenspiel. Seraphis, hier ein paar Pflänzlis, nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Es gibt ja auch noch Berufe, soweit ich weiß, mich noch erinnere, also irgendwie Alchemie gibt's, glaube ich, und ich weiß nicht, was es noch alles gibt, müssen wir mal gucken. Wir lassen hier nichts verkommen. So. Waldbeeren. Da sind 2 Typen und da hinten sind noch ein paar Vögel. Aber bevor ich zu denen gehe, will mich eigentlich noch mal ein bisschen hier umsehen. Sind die irgendwie... Ich gehe mal kurz hier runter. So. Oh, da sind mehrere Wespen.
mehrere Gegner, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Wenn man mehrere Gegner angreift, muss man sich echt gut wappnen vorher. Die haben es nämlich dann meistens in sich. So, aber vielleicht... Ich würde gerne mal so ein bisschen hier die sicheren Sachen nochmal abrennen. Vielleicht findet man da noch irgendwas Cooles. Da war aber was. Nee, doch nicht. Okay. Bi-bi-ba-bi-du-bi-bi-da-bi-ba. So. Und da sind wieder welche. Okay, die versperren jetzt den Weg. Die würden wir auf jeden Fall anziehen, wenn wir da lang gehen. Das traue ich mich jetzt nicht, tatsächlich. Das weiß ich, dass wir das nicht schaffen. Vier oder so. Also selbst zwei Gegner werden wahrscheinlich schon schwierig sein. Denn es ist ähnlich wie Risen 1. Da hat man dann teilweise gegen zwei Gegner einfach echt Probleme. Das war hier auch schon früher so. Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe gerade schwarzes Bild. Ich weiß nicht warum. Aber macht nichts. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Bis gleich.